Ganz in Rot ging es heute im Freilichtmuseum in Beuren zu. 10 Schlepper der Porsche Dieselgruppe aus Zuffenhausen trafen sich zur alljährlichen Ausfahrt. Mit 20 km/h und einer Leistung zwischen 14 und 50 PS startet die dreitägige Tour heute. Martin Scheu, der Organisator, freut sich auf die Rundfahrt. Also das ist die Rundfahrt, machen wir jedes Jahr einmal, und zwar eine dreitägige, teilweise auch mal eine eintägige, aber das mal wieder eine dreitägige. Und da versuchen wir immer, dass man an einer Stelle dahin übernachtet, also zweimal übernachtet. Und dann und diesmal haben wir Lonzingen rausgesucht, das ist südlich von Münzingen. Und wir werden jetzt nachher hinauffahren und über den Schönbergturm fahren und dann nach Lonzingen. Morgen werden wir in Oederwaldstätte sein, an der Lauterquelle sein. Ja, so in dieser Richtung was. Heute Morgen kamen die Schlepper nicht nur aus dem Kreis Esslingen. Ja, eigentlich vom Einzugsgebiet der Mitarbeiter. Nicht? Und es geht von Kalf über Vaihingen oder Ebersbach und Uhingen, Höfingen, Gerlingen. Also das Einzugsgebiet ist doch über der Daumen irgendetwas mit 30 bis 40 Kilometer. Im Anschluss konnte eine Schulklasse noch eine Rundfahrt durch das Freilichtmuseum genießen. Am Samstag werden die Schlepper wieder im Freilichtmuseum in Beuren zurückkehren. Vielleicht kommen auch Sie auf einen Besuch vorbei. Am Wochenende startet die Comic-Con-Messe in Stuttgart. Bereits im letzten Jahr wurde die Messe mit über 50.000 Besuchern besucht. So kann man am Wochenende Stars wie Kevin Sorbo, Casper Crump und Valen Kane und viele mehr sehen. Mit schrillen Outfits werden bereits die Besucher im Eingangsbereich empfangen. Heute fand die Pressekonferenz in der Messe statt. Wir freuen uns dieses Jahr zum zweiten Mal in Stuttgart mit der Veranstaltung zu sein. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir die Ausstellungsfläche erhöht. Wir haben diesmal zwei Hallen, die wir komplett bespielen, rechnen wieder so mit ungefähr 40.000, 50.000 Besucher. Mal schauen, wie das Wetter ist. Das wird sicherlich ein Faktor sein, der das maßgeblich beeinflusst. Wir freuen uns besonders, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr zwei Premieren haben. Wir zeigen einige Ausschnitte aus dem neuen Film von Luc Besson, Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Dazu wird die Frau von Luc Besson anreisen und hier einen Vortrag halten. Und als zweites hat 20th Century Fox mit Logan eine Premiere, die sie bei uns zeigen. Daneben haben wir wieder eine große Comic Zone mit ungefähr 300 Zeichnern. Wir haben knapp 10 Comicverlage dabei, die nochmal insgesamt rund 30 professionelle Zeichner dabei haben. Wir haben insbesondere dieses Jahr einen Marvel Talent Scout da, der nach neuen Künstlern für den professionellen Bereich sucht. Wir haben eine große Anzahl an ausstellenden Firmen, wir haben viele Händler, wir haben ein großes Cosplay Kingdom, wir haben wieder die riesige Lego-Ausstellung, diesmal mit einem extra Bereich für Kinder, wo sie mit Lego-Steinen bauen können, mit, ich glaube, insgesamt 30.000 Lego-Steinen, die dafür mitgebracht worden sind. Und dann natürlich in der Halle 3 drüben viele Schauspieler, die Autogramme geben, die für Fotosessions zur Verfügung stehen und auf den insgesamt 4 Bühnen Vorträge und Geschichten erzählen. So können auch Sie die Messe samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 17 Uhr besuchen.